Guten Morgen, auch zum dritten Tag JCon. Wer von euch ist zum ersten Mal heute da? Oder wer ist 3 Tage schon da? Okay, die meisten sind schon 3 Tage da, cool. Vielleicht ein paar Zahlen. Aktuell zu JCon angemeldet 620 Teilnehmer. Am ersten Tag und am zweiten Tag waren über 400 Teilnehmer da. Heute sind es ein bisschen weniger, traditionell zum Agile Day, Donnerstag. Ja, heute mit der Keynote von Uwe Friedrichsen. Freue mich ganz besonders, weil die ersten beiden Jahre hat es nicht geklappt. Deswegen umso cooler, dass es jetzt zum dritten Mal zu JCon geklappt hat. Ja, freue mich auf die Keynote mit Uwe. Ja, wie es mit Agile weitergeht. Ganz besonders spannendes Thema zum Agile Day. Danke. Danke. Ja, alle guten Dinge sind 3. Irgendwann muss es ja funktionieren. Mich freut es auch sehr, dass ich hier bin. Und 12 Uhr ist ja Mittagessen und es ist immer eine gefährliche Zeit. Also es ist sehr gefährlich, zwischen einem Deutschen und seinem Mittagessen zu stehen. Nicht ganz so gefährlich, wie zwischen einem Deutschen und seinem Bier zu stehen, aber so die zweitgefährlichste Situation, in der man sich befinden kann. Deswegen ein Versprechen, ich werde pünktlich fertig sein. Viel mehr kann ich leider nicht versprechen als das, aber schauen wir mal, wie das mit dem Rest so funktioniert vom Inhalt her. Also, Beyond Agile, doing the right thing in a post-agile world. Postagil? Was meint der damit, mit diesem komischen Ding? Ne? Und Postagil, also für mich einfach grundsätzlich kurze Erläuterung. Also, wer heute noch darüber diskutiert, ob Agilität überhaupt gebraucht wird oder nicht, der hat den Schuss nicht gehört, der vor über 20 Jahren gefallen ist. Darüber brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Das Thema ist durch. So, Agile ist da und es wird da bleiben. So, und die Fragen, die halt, also auch, es ist auch alles erzählt darüber. Also das letzte, die letzte wichtige, relevante Frage, die vielleicht zu klären war, war so vor 5 oder 10 Jahren geklärt worden. Es ist alles da, ihr könnt alles nachlesen. Ist alles vorhanden, alle Fragen sind diskutiert. Kann man Architektur mit Agilität machen? Es ist geklärt, es ist durch. So, postagil, wir müssen einfach einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Frage, die übrig bleibt, ist, wie macht man es richtig? Was ist, du, das Richtige machen. Also einmal in dem Sinne von, ist das, was ich meinem Unternehmen als agil mache, passt das wirklich zu den Zielen, die ich habe? Und vor allen Dingen, weil ja alle das irgendwie als die neue Wunderwaffe, so dieses One-Size-Fits-All verwenden, brauche ich es eigentlich überhaupt immer? Und da möchte ich euch einfach so ein paar Ideen mitgeben, so ein bisschen ein paar Gedanken zum drauf rumkauen. So im Englischen sagt man so Food for Thought. Ich glaube, das Essen für den Körper kommt dann später, ihr kriegt jetzt vorher das andere und dann könnt ihr euch beim Mittagessen wieder davon erholen. Mein Name ist Uwe Friedrichsen, ja, CTO bei Cocentric derzeit. Aber das einzige, eigentlich das Spannende an dieser Folie ist vielleicht, wenn überhaupt, so, hier dieser Speaker Deck Link da, weil da werde ich die Folien später hochladen und wenn ihr so interessant findet, könnt ihr es euch da dann von da wiederholen. Genug der Vorrede, einsteigen. Wenn wir uns Gedanken darüber machen wollen, wo wir sind und wo wir hinwollen, macht es immer Sinn, sich mal ein paar Gedanken zu machen darüber, wo wir herkommen, in die Vergangenheit zu gucken. Und an dieser Stelle muss man ziemlich weit mal nach hinten gucken, nämlich so in die Zeit, wo Software Development überhaupt, also Softwareentwicklung überhaupt ein Thema geworden ist. Das war so in den 50ern des letzten Jahrhunderts gewesen. Vorher hat man einfach gesagt, hier ist Hardware, Hardware ist wichtig, ja, Software kriegst du als Dreingabe. So in den 50ern hat sich das so ein bisschen geändert. Da wurde Softwareentwicklung wirklich zu einem Thema. Und das war eine coole Sache. Da gab es plötzlich hohen Bedarf, weil, ich meine, die Rechner damals konnten nichts. Also jedes Smartphone von euch, oder von Phone von euch, und ihr braucht dafür jetzt nicht ein iPhone 11 oder sonst irgendwas zu haben, also auch ein paar ältere Tools, hat mehr als 1000-mal mehr Rechenleistung als die Rechner damals. Aber damit konnte man mal so einen Report rechnen oder eine kleine Analyse machen und sonst was. Das war eine coole Sache. Ich meine, Taschenrechner Mitte der 70er, damals war Rechenschieber und Papier und Bleistift, das macht keinen Spaß. Die Leute wollten mehr davon haben. Die fanden das richtig cool. So. Und ja, weil die dann so viel mehr haben wollten und so wenig praktisch dann Angebot gab, gab es die Softwarekrise. Wir konnten nicht so liefern, wie wir wollten. Aber es gab ja auch ein paar schlaue Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sagten so, wir müssen irgendwie in der Lage sein, ohne die Kosten explodieren zu lassen, mehr Software liefern zu können. Also kam die Idee des Software Engineering. Und was die gemacht haben letztlich, die haben sich so
bei der Industrialisierungswelle von Anfang des Jahrhunderts orientiert und gesagt, so, lass uns doch mal diese gesamte Softwareentwicklung so aufteilen in so einzelne Arbeitsstationen, so Division of Labor, diese ganze Idee. Lass uns das mit einem virtuellen Fließband miteinander verknüpfen, das Ganze, so diese einzelnen Arbeitsstationen von Business Analysis, Requirements, Engineering, Architecture, Design, Implementation, Test, Assembly, Delivery und dann die ganzen anderen Arbeitsstationen so rüber auf der Ops-Seite und so weiter und so fort. Ne? Und diese ganze Verknüpfung, dieses virtuelle Fließband, das nannte man dann Software Development Process. Ja, und davon haben wir so eine ganze Reihe von Varianten bekommen, so im Laufe der Zeit, so den Wasserfall, V-Modell, Rational Unified Process und so weiter. Kleine Anekdote zum Wasserfall, also Winston Royce, der das ja damals beschrieben hat, irgendwie 74er, wann das Paper war, der hatte eigentlich gesagt gehabt, ja, viele Leute denken, das hier ist eine gute Idee und hat da so ein Bild vom Wasserfall hingemalt. Und dann ging es weiter in seinem Artikel, ist keine gute Idee, hat nämlich ein paar Probleme, lass uns das anders machen. Unglücklicherweise haben die Leute das Bild gesehen, sagten, hey, das ist eine coole Idee und haben nicht weitergelesen. So haben wir Wasserfall bekommen. Naja. Und, aber trotz allem, das funktionierte im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut über eine ganze Reihe von Jahren, das Ganze. Es hatte so ein inhärentes Problem, weil man hat das ja mit so Autofertigung oder sonst was verglichen, die Softwareentwicklung. Man hat immer gedacht, ja, Code schreiben ist das gleiche wie unten am Fließband praktisch irgendwie ein Auto zusammenschrauben. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil die Spezifikation unseres Produkts ist fertig. Also unser Design ist beendet, wenn die letzte Zeile Code geschrieben ist. Das heißt, wir designen Autos. Unser Fließband, um das Ding zusammenzubauen, ist seit über 60 Jahren so hoch optimiert, dass alle Leute es vergessen haben. Das ist auf den Knopf drücken, Compiler an, Ende. Dann kommt nämlich das Artefakt, das Fertige, nämlich die Anwendung, die zur Laufzeit verwendet wird, fällt einfach raus. So, aber trotz dieser hängenden Metapher ging eigentlich ganz gut. Aber irgendwie über die Zeit wurde es irgendwie schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Irgendwie, das funktionierte nicht. Man hatte immer größere Prozesse entwickelt, um das aufzufangen. Irgendwie funktionierte das nicht. Also so hier, Chaos Report 94. Vorsicht, das Farbschema ist ein bisschen gefährlich. Die erfolgreichen Projekte sind die roten. Offensichtlich, ne? Ja, also 16%, ein Sechstel, knappes Sechstel ist erfolgreich gewesen an Projekten. Die gelben, das waren, Entschuldigung, die grünen, das waren die, die zu lange gebraucht haben, die, wie heißt das, zu viel Zeit, zu viel Budget verschlungen haben, weniger Features geliefert haben oder alles auf einmal. Und die gelben, das waren die, die man gleich ganz gecancelt hat, weil sie so in der Grütze waren, dass nichts mehr zu retten war. So, ein Sechstel funktionierte. Warum? Und um das zu verstehen, muss man so ein bisschen in die Evolution gucken, die parallel zur IT gefahren sind, die stattgefunden haben, die aber die IT beeinflusst haben. Gucken wir mal kurz drauf. Drei Perspektiven. Die erste, die Märkte, in denen sich die Unternehmen bewegen. Da gibt es verschiedene Modelle, um das zu erklären. Ein beliebtes ist diese Badewannenkurve, die nehme ich jetzt mal ganz kurz. Vorindustrielle Märkte, industrielle Märkte, postindustrielle Märkte im Großen und Ganzen. Es stehen ein paar andere Begriffe hier, aber im Prinzip vor, während, danach. So, vorindustriell war eigentlich so, wenn man irgendein Produkt haben wollte, ging man so einem Handwerksmeister hin. Damals gab es die leider nur männlich, heute sind wir ein bisschen weiter. Ging man dann hin und hat dann gesagt, so, ich will dieses Produkt haben. Und ja, dann hat man ein bisschen geredet und wenn man sich dann einig geworden ist, dann hat man... So, dann hat er gesagt, ja, komm, eine Woche wieder. Und dann hat man, was weiß ich, sein Bücherregal oder sein Regal allgemein, hat man dann so eine Woche bekommen von dem Handwerksmeister. War auch alles cool, weil das passt auch exakt in die Ecke, wo man das haben wollte, sah auch aus, wie man das haben wollte und so weiter und so fort. Dieses Ganze hatte nur so zwei Haken gehabt. Das war ziemlich teuer, das konnte sich kaum einer leisten und so richtig skaliert hat es auch nicht. Also ein Regal war okay, wenn er sagt, ich will 100 haben, hat er, ganz langsam, ne? So. Aber das ist ja gelöst worden, wissen wir ja alle. Industrielles Zeitalter, so Frederick Winslow Taylor, Henry Ford und so weiter, die Konsorten haben gesagt, so lassen wir das Produkt ein bisschen standardisieren, so das berühmte Zitat von Henry Ford, you can order your Ford T in any color you like, as long as the color is black. Ja, so, also Standardisierung des Produktes und dann so Zerlegung des Produktionsprozesses und einzelne Arbeitsstationen, Fließband dazwischen aufgestellt, kommt euch bekannt vor von eben, ne? So, und... So war man in der Lage, das Ganze zu skalieren. Und zwar auf eine relativ kostengünstige Art und Weise. Man konnte also das Produkt sogar günstiger anbieten. Und das hat einen echten Effekt gehabt. Denn wenn ich in einem nicht gesättigten Markt in der Lage bin, das Produkt
um 50% günstiger anzubieten, erreiche ich ungefähr die 10- bis 50-fache Klientel. Das war ein Hebel. Der Verkauf war praktisch sicher, weil Nachfrage war viel, viel höher als Angebot. So, das heißt, da gab es einfach Sicherheit. Ich produziere was und wenn ich mich nicht komplett bescheuert anstelle, verkauft sich. Ich habe da keine Ungewissheit oder sonst was. Gewissheit, komplett. Der Schlüssel zum Erfolg in der Zeit war natürlich, so kosteneffizient wie möglich, so viel wie möglich zu produzieren. Also kosteneffizient Produktion skalieren. So. Es lief auch eine ganze Zeit lang ganz gut, aber irgendwann gingen diese Märkte an, sich wieder so ein Stück weit zu verändern. Irgendwie Globalisierung, Internetbusiness und so eine Reihe anderer Faktoren sorgten dafür, irgendwie so in den 70er, 80er, ein bisschen später manchmal in anderen Branchen, so von Branche zu Branche, dass dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage umgekippt ist. So, plötzlich war das Angebot viel, viel höher so über die Zeit als die Nachfrage. Und das hat auch wieder einen dramatischen Effekt, denn die Kunden kaufen nicht einfach, weil ihr was produziert. Ihr habt plötzlich Ungewissheit. Ihr wisst nicht, ob das, was ihr produziert, verkauft wird. Die Kunden kaufen das, was ihre individuellen Bedürfnisse am besten erfüllt. So, und die Unternehmen, die in der Lage sind, das am besten zu adressieren, die Kundenbedürfnisse, die treiben den gesamten Markt vor sich her. Wir kriegen einen hochdynamischen Markt und der Schlüssel zum Erfolg ist, so billig wie möglich, so viel wie möglich zu produzieren, sondern immer kontinuierlich den Kunden hinterher zu spüren, den Bedürfnissen. Und es reicht auch nicht, irgendwie ein paar Leute in die Fußgängerzone zu schicken und zu sagen, würdet ihr das vielleicht kaufen, wenn wir das produzieren? Ich meine, denkt mal über euch selbst nach. Da würdet ihr vielleicht ja sagen, aber das fertige Produkt kauft ihr deswegen noch lange nicht. Ihr wisst es erst in dem Moment, wo ihr das Produkt auf den Markt liefert und Feedback von Kunden sammelt. So, dann könnt ihr Risiko minimieren. Vorher wisst ihr nichts. Ihr müsst Feedback machen. Ihr müsst schnell wie möglich den Kundenbedürfnissen hinterher spüren. Ganz anderes Paradigma zum Erfolg. Zusammenfassend, industrielle Märkte, da sagen wir mal außen vor weiter, ne? Kosteneffizienz, Skalierbarkeit, postindustrielle Märkte, Cycle Times, also Feedbackschleifen und Anpassbarkeit, Flexibilität, ganz andere Kerntreiber. Gewissheit, Ungewissheit. So. Zweite Dimension. Die IT hat sich auch verändert in der Zeit. Überraschung. Machen wir so eine Kurve, Zeit und Unterstützung des Geschäfts. Von, wir machen Unterstützung so reaktiv, hier ein bisschen, da ein bisschen zu ganzheitlich. Die ersten Teile, und das sieht ungefähr so aus, die ersten Teile hier hat man gehabt, so damals, Rechner konnten nichts, Softwarekrise, Software Engineering, bis dahin waren wir schon. Ging natürlich weiter, weil irgendwann kam so PC, Vernetzung, also die Rechner hatten Einzug so in die Fachabteilungen gefunden und so weiter, Vernetzung der ganzen Geschichte. Wir konnten eigentlich immer ganzheitlicher so Geschäftsprozesse, Teile von Geschäftsprozessen, ganze Geschäftsprozesse unterstützen. Über diese Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex rede ich gleich in einer Minute nochmal ganz kurz. Also dass wir praktisch die Domäne gewechselt haben von kompliziert zu komplex im Laufe der Zeit. So, Moore's Law hat seinen Job gemacht, das heißt also die Rechner wurden immer leistungsfähiger, Internet kam, mobile Geräte, die übrigens die meisten Unternehmen bis heute nicht wirklich verstanden haben. Ich meine, denkt mal im Sinne von einem Geschäftsmodell. Ich habe ein mobiles Gerät. Meine Kunden müssen nicht mehr zum Internet gehen, das Internet geht mit meinen Kunden. Meine Geschäftsmodelloptionen explodieren. Und ich meine, es dauerte dann irgendwie 8 Jahre, bis die ersten sagen, naja, lass mal vielleicht ein bisschen Mobile First machen, so, aber na gut, Responsive Design tut's auch. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir wahrscheinlich hier ankommen. So, und IoT wird die nächste Welle werden, so in Richtung gebickeltes Computing und sonst was. Ich rede jetzt gar nicht von IoT und sonst irgendwas. Aber das kommt erst noch. Haben wir noch einen Moment Zeit. Dann werden wir in 40 Jahren verstanden haben, wie das funktioniert. So, und heute sind wir eigentlich an der Stelle, wo wir das Nervensystem eines jeden nicht trivialen Unternehmens sind. Die gesamte DNA eines Unternehmens in die IT hineinkodiert. Wir haben mittlerweile so halbwegs verstanden, okay, IT muss immer laufen, damit irgendwie wir unser Geschäft machen können. Aber das ist auch gar nicht das Schlimmste. Wir können unser Geschäft nicht verändern, ohne IT anzufassen heutzutage, weil überall ist IT drin. Wir können kein neues Produkt launchen, wir können kein Feature verändern, wir können keinen Prozess anpassen, nichts. Wir müssen immer IT anfassen. Das heißt, wann immer wir eine neue Idee verproben wollen, müssen wir IT anfassen. Das heißt also, IT wird zum limitierenden Faktor in meinem Kampf draußen im Markt. Hat einen Effekt. So, also IT hat sich massiv verändert. Leider sehen wir halt häufig immer noch, dass wir versuchen, diese Art von IT heute mit den Mitteln von damals zu steuern. Schade.
Und wenn wir auf diese Kurve gucken, da ne, hat sich auch das Geschäft, die Unternehmen, die wir unterstützen, das Business verändert. Das heißt also, wir haben praktisch da oben unterstützen wir ein ganz anderes Business als da. Das heißt, die ganzen traditionellen Softwareentwicklungsprozesse, die waren gar nicht schlecht gewesen, die waren gut gewesen. Die haben nur leider ein ganz anderes Problem gelöst, als wir heute haben. Okay. So. Also nochmal hier, ne, Gewissheit. Da oben haben wir ziemlich viel Ungewissheit an der Stelle. Auch allein schon durch die neuen Technologien und alles. Hat er gesagt, nochmal ganz kurz Komplexität, um diesen Teil abzuhaken. Ich nehme mal hier das Carnarvon-Modell. Das ist ein Welsh, also ein walisisches Wort. Deswegen spricht das jeder erstmal falsch aus. Ich spreche das mit Sicherheit jetzt auch noch falsch aus. Aber so Carnarvon ist schon ziemlich nah dran an der richtigen Aussprache. Dave Snowden ist an der Stelle ist also ein kleiner Bastard, der das erfunden hat. Und der ärgert aber die Leute gerne damit. Ne? Und also er unterscheidet hier, er sagt eigentlich, das ist ein Sense-Making-Modell und kein Systemtheorie-Modell und sonst irgendwas, aber auch okay im Großen und Ganzen. Aber es ist gut genug für das, was wir jetzt hier vorhaben, weil ich will gar nicht so im Detail reingehen. Wenn ihr es nicht kennt, guckt euch mal an, ist echt cool, das Ding. Aber ich will jetzt nur mal ganz kurz darüber reden, praktisch über die ersten drei, das vierte nur ganz kurz streifen. So. Wir haben auf der einen Seite haben wir so diese Domäne der offensichtlichen Probleme. Da gucke ich drauf und kenne die Lösung. Mache ich mir dann mal eine Checkliste oder sonst was. Die Domäne der Best Practices. Okay, da brauche ich nicht groß planen. Wenn ich hochgehe, so in die komplizierte Seite, das war das, was wir früher in der IT hatten, weil da haben wir einzelne Geschäftsfunktionen sonst was unterstützt. Das waren komplizierte Probleme. So, aber halt keine komplexen Probleme. So komplizierte Probleme. Da brauchte man ein paar Experten, die man das da durchgeguckt haben und sonst irgendwas. Und dann hat man das so schön zerlegt, so Teile und Herrscher und sonst was, geplant, gemacht, getan. Teilergebnisse geliefert, zusammengesetzt, alles war gut, Problem war gelöst. So, Planung ist in dieser Domäne essentiell. Irgendwann sind wir aber rübergewandert Richtung Komplex, weil wir sind Richtung Geschäftsprozesse gegangen, da sind Menschen, Interaktionen, sonst irgendwas drin, nicht lineare Ursache-Wirkungsbeziehungen, sonst so weiter, all diese ganzen Dinge drin beteiligt. Und das hat ganz andere Effekte im Großen und Ganzen, weil ist eine andere Art von System, was ich praktisch gegenüber sehe. Also inklusive so Tipping Points und sonst irgendwas. Also, und wir sind als Menschen richtig lausig da drin, diesen Mist zu verstehen. Weil nichtlineare Ursache-Wirkungsbeziehungen kriegen wir nicht auf die Kette. Sind wir zu blöd so. Also unser Gehirn ist nicht so verschaltet, dass wir das kapieren wirklich. Wir können akzeptieren, dass wir es nicht kapieren, aber wir können es nicht wirklich lösen. Also härter drüber nachdenken bringt an der Stelle nichts. Also es ist so ähnlich so wie diese so Klimadebatte. Ne? Also, es gibt ja noch genügend Leute, die einfach glauben, wenn wir jetzt in dieser Sekunde aufhören würden, CO2 auszustoßen komplett, und einfach das Klima sagen würde, jo, gehe ich mal wieder rück auf die Temperatur von vorher und alles ist gut. Dann guckt man sich das an, wenn man es jetzt tatsächlich machen würde, tun wir nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ne? Das würde nicht passieren. Es könnte sogar sein, dass sich aufheizt weiter, ohne, und obwohl wir kein CO2 mehr ausstoßen. Und dann kommen ja diese ganz typischen Kritiker, die so einfach in linearen Beziehungen denken und sagen, jeder hat doch gar nichts damit zu tun. Das sind komplexe Systeme, so solche Dinge. Und an dieser Stelle bringt mir Planung nicht viel, weil ich kann das nicht wirklich antizipieren. Ich muss mir den gesamten Systemzustand angucken, weil zerlegen bringt mir auch nichts mehr, weil die Magie liegt in den Beziehungen zwischen den Einzelteilen und nicht in den Einzelteilen, so wie die miteinander interagieren. Also ich muss immer das gesamte System betrachten, muss immer gucken, wo ich herkomme. So, weil das hat halt ein Gedächtnis, das System. Also wenn ich den gleichen Zustand zweimal sehe, heißt das noch lange nicht, dass ich die gleiche Art weiterentwickelt, weil je nachdem, wo es herkommt, kann es sich anders entwickeln. Ist ja ähnlich wie beim Videospiel, wenn er so irgendwie einen Frame von Breakout oder sowas hat, ne? Und seht nur den einen Frame, wohin geht der Ball? Keine Ahnung. Ne? Und es bringt auch nichts, wenn er euch einfach nur so eine Ecke irgendwo anguckt oder sonst was. Ihr müsst das gesamte Bild schon sehen. Ne? Die Metapher hinkt total, aber einfach nur mal so zum als einfache Gedankenstütze. So, und das heißt, ihr guckt euch das Ganze an und sagt dann, was ist aus dieser Situation der nächstbeste Schritt? Okay, ich mache einen Schritt, jetzt gucke ich, was passiert ist und mach's wieder und mach's wieder und mach's wieder und mach's wieder. Die Gemeinheit in diesen komplexen Zusammenhängen ist leider, im Nachhinein kann man es immer erklären, warum irgendwas gekommen ist. Und dann kommen so die Macher um die Ecke, so der geneigte Manager kommt dann an und sagt dann, seht ihr, habt nur nicht hart genug geplant. Hätte nichts gebracht, aber ist halt sehr schwierig, deswegen sind sie ein bisschen gemein. So, und last but not least, chaotische Systeme. Ja, wenn ihr ein Projekt habt, das sich wirklich chaotisch anfühlt, wo also jede Art von Planung sinnlos ist, sonst rennt, so schnell ihr könnt oder nicht haben. Lassen wir das mal außen vor. Also,
Und wir haben halt komplizierte Projekte heutzutage einige. Wir haben relativ viel komplexe, einfache, nein, dafür macht man kein Projekt. Das macht man halt mal nebenbei. So. Ganz wichtig dabei, es gibt eine Makro- und Mikroebene noch so. Wenn er das nächste Mal irgendwie zurückgeht und versucht, das anzuwenden. Auf der Makroebene haben wir praktische Projektcharakteristiken. Die einzelnen Tasks können natürlich sehr wohl einfach, kompliziert und komplex sein. Bitte nehmt keine Taktiken, um komplexe Probleme zu adressieren für eine einfache Aufgabenstellung. Also ihr braucht kein komplexes Lösungssystem, um euch über Einrückung zu einigen oder sonst irgendwas. Das ist eine einfache Aufgabe. Findet einen einfacheren Weg, euch darüber zu einigen, ob ihr Tabs oder Spaces verwendet. Und jetzt bin ich im Religionskrieg. Mist. Okay, nehmen wir eine etwas einfachere Aufgabe als das. Ich glaube, die ist eher chaotisch oder sonst was. Naja. Nochmal wichtig, hier viel Gewissheit, hier haben wir Ungewissheit, kann man nicht antizipieren. So, okay. Viel Hintergrund, das können wir davon lernen, von dieser ganzen Geschichte. Wichtigste ist, traditionelle Softwareentwicklungsprozesse nehmen eigentlich inhärent Gewissheit an. Das heißt, dass ich ganz normal planen kann, eine komplizierte Umgebung, eine komplexe Umgebung, klare Marktbedingungen und so weiter und so fort. Umrissene Domänen, in denen ich klar arbeiten kann. Unter Ungewissheit funktionieren die nicht richtig gut. Also Chaos Report ist praktisch das perfekte Beispiel. Leider haben sich IT und Business im Laufe der Zeit Richtung Ungewissheit verändert. Also klassische Funst nicht. Haben sie natürlich mitgekriegt, da müssen wir was ändern. Es gibt so zwei typische Hauptströmungen, die sehen wir übrigens bis heute noch. Eine Hauptströmung ist so, dass man häufig schon so top-down sieht oder sonst irgendwo, soll der den Leuten sagen, so, ja, mach mehr von dem, was wir schon immer gemacht haben. So, also plant härter, weil, wie gehabt, wenn ihr es nicht gelöst bekommt, dann ist es einfach nur, ihr habt nicht gut genug geplant und wir haben jetzt so viel Geld in dieses Etablieren von diesen Riesenprozessen gemacht und sonst irgendwas und anpassen und so weiter. Kommt, dann lass uns den Prozess nochmal um 3 Schritte erweitern und dann wird alles gut. Nicht wirklich. Egal, wissen wir. Sehen wir bis heute. Wenn man es so versucht, wird nicht wirklich besser. Und dann gab es so Grassroot Mitte der 90er, wo Leute sagten, irgendwie das funktioniert alles nicht mehr mit diesem Prozess. Wir müssen irgendwie ein bisschen anders machen. Und die kamen dann diese Idee von Agilität. So, die haben so empirisch so das Umgehen mit komplexen Problemsituationen wieder entdeckt. Großen und Ganzen. So die Kernidee, ich nehme jetzt mal Heart of Agile von Alistair Coburn. So die Idee, einfach um das mal so kurz zu illustrieren, gesagt, so, erstmal das Grundkonzept, das haben die nie explizit so beschrieben, aber im Prinzip ist das, was man rausholen kann aus der ganzen Geschichte. Wenn ich eine komplexe Aufgabenstellung habe, sagt das erste Gesetz der Komplexitätstheorie, muss man dem ein komplexes Lösungssystem entgegensetzen. Wie mache ich ein komplexes Lösungssystem praktisch in so einem Projektumfeld, in einem IT-Umfeld? Ich bringe ein cross-funktionales Team zusammen. Das heißt also, unterschiedliche Skills einfach zusammen, weil Interaktion von Menschen, unterschiedlichen Skills und Hintergründen erzeugt Komplexität. Und das hilft mir, praktisch eine komplexe Aufgabenstellung zu adressieren. Und übrigens, 7 Entwickler in einem Team sind kein cross-funktionales Team. Wird gerne missverstanden. Also das erzeugt keine Komplexität. Das kann gerne mal Probleme erzeugen, aber keine Komplexität. Das ist aber was anderes. Probleme haben nichts mit Komplexität zu tun. Ja, also direkt. Die zweite Sache ist, wir müssen uns häufig Feedback holen, weil wir haben Ungewissheit, wir wissen nicht, was richtig funktioniert, sonst was. Also wir liefern häufig, gucken uns an, wie die Kunden darauf reagieren und passen an. Und auf der Metaebene reflektieren wir auch immer, ob die Art und Weise, wie wir das Ganze produzieren, Sinn macht. Also wir überlegen und gucken uns häufiger mal an, so wie erfolgreich war das, was wir getan haben und passen an. Das sind so die Kernideen, die dahinter sind. Ja. Problem ist gelöst, wir können ein bisschen früher Mittag machen. Ja, theoretisch. So sollte es sein. Unglücklicherweise ist ein bisschen was anderes so in der Praxis passiert, wenn man sich so die Evolution der letzten 20 Jahre anschaut. Also zuerst mal, Scrum hat alles andere weggeblasen. Und ich weiß, dass das ein Bild vom American Football ist und nicht von Rugby, was ich da hinten dran habe. Das war Absicht. Da könnt man drüber nachdenken. So, aber Scrum hat eigentlich alles weggeblasen. Ich meine, ist irgendjemand von euch, der noch heutzutage FDD oder Crystal oder sonst was einsetzt? Wir könnten jedes beliebige Unternehmen reinrennen und sagen, wie sieht das aus bei Agilität? Natürlich sind wir agil. Was war denn Scrum? Na, ist also normal.
Es gibt ja noch so ein kleines Dorf von unbeugsamen Entwicklern, die so ein bisschen XP versuchen durchzusetzen, aber die scheitern meistens an dem Pair-Programming, weil es nicht effizient genug ist. So, also, ja, Scrum. Und das Ganze ist ja so eine Riesengelddruckmaschine geworden, ne? Weil ich meine, allein mit diesen Zertifizierungen, da haben Leute sind echt reich geworden. Ja, komm zu mir, mach 2 Tage ein Training. Und dann zahl mir großes Geld und all deine Sünden sind, und du bist zertifizierter Scrum Master. Ne? Also so, ja. Und dann die ganzen Kohorten von Consultants, Transitionsbegleitern und sonst irgendwas und so fort. Eine ganze Branche, die davon wunderbar lebt, dass man das macht. Und ja, das Ganze wurde auch so ein richtiger Hype. Ja, so, weil es gibt immer so diese Modewellen unter Managern und so. Jetzt heute, unser aktueller Hype ist ja, Passionable, natürlich bin ich Scrum, ne? Also es war so gerade die letzten 10 Jahre so, ne? Also jeder hat dann immer schön gesagt, ja, wir sind ja viel cooler als ihr, weil wir machen ja agil. So, ne? Leider, und das war auch ein Teil dieses Versprechens, warum das so populär geworden ist, war diese Velocity-Geschichte, die ist leider komplett nach hinten losgegangen. Ich meine, ich hatte so 2008 rum, hatte ich mal so ein Training bei Jeff Sutherland gehabt. Jeff Sutherland, Ken Schwaber, die Original-Entwickler von Scrum. Er kam dann schon so direkt vorbei und sagte so, ja, also mit Scrum steigert ihr eure Produktivität um 300% mindestens garantiert. Und wenn nicht, dann macht das falsch. War cool, weil dann hat er so die Entschuldigung, also wenn es richtig war, dann war es Scrum und wenn es falsch war, dann waren wir es. Also das war schon mal ganz gut so. Diese Schuldigenzuweisung, die war schon mal geklärt, das war schon mal eine sehr coole Sache gewesen. Ja, das haben wir auch aus den ganzen Menge Manager auch mitbekommen, dieses Versprechen. Ich gedacht, und die dachten, wie gerade in diesem industriellen Paradigma dachten die nach wie vor, kosteneffizient Produktion skalieren. Wie kann ich mit weniger Geld, weil IT ist ein Cost-Center, wie kann ich mit weniger Geld in der IT mehr produzieren, mehr Software produzieren? Ich meine, hat niemand kapiert, dass wir eh viel zu viel Software produzieren. Wir schreiben viel zu viel Code, wir schreiben nur leider den falschen Code. Aber das ist ja ein anderes Problem. Also noch mehr schreiben, das ist ja die Chance ganz gut, so wie den Affen auf der Tastatur, dass wir irgendwann genug den richtigen Code geschrieben haben. So, also, und die haben halt gehört, oh, 300% Steigerung. Hey, ich kann das Budget von meiner Development-Abteilung um 2/3 kürzen und ich kriege noch mal genauso viel. Geil. Schickt die Leute aufs Training, bezahlt sich von selbst. Und das hat sich leider durchgezogen, das Ganze. Ne? Und dann ist natürlich, Scrum ist auch so ein riesen Lückentext. Ich meine, im Großen, im Kern sagt Scrum ja nichts anderes aus, als wenn du irgendwas machen willst, ich sage nicht mal, worum es geht, an welchen Stellen das Sinn macht, dann mach das am besten in irgendwie mehreren Chunks, so in mehreren Teilstücken, hol dir nach jedem Teilstück was Feedback und wenn du da während das produzierst, mach auch so ein bisschen internes Feedback. Dann ist ja eigentlich fertig, im Großen und Ganzen. Ich meine so, das Backlog fällt vom Himmel, ist da und so weiter. Klar, wurde jetzt im Laufe der Zeit später aufgefüllt, aber gerade da, wo es anfing durchzusetzen, war das ein riesen Flickenteppich. Was mache ich, wenn ich irgendwie so eine unvollständige Beschreibung habe und will das jetzt irgendwie etablieren? Ich nehme das, was ich kenne. Was kenne ich? Ich kenne die alten Prozessmodelle. Mal gucken, ob irgendwas ähnlich klingt. Ah, Backlog. Ah, das ist also ein neuer Begriff für Anforderungsdokument, für Pflichtenheft. Sprint. Das klingt so ein bisschen nach Iteration. Sprint-Demo. Ah, Milestone. Ne? Weil da wird ja was nach draußen gezeigt und sonst was. Retrospektive, keine Ahnung, was das soll. Weil gelernt haben wir noch nie irgendwas. Also, ja gut, machen wir mal, weil gehört halt irgendwie dazu, aber so what, ne? Und so weiter und so fort. Und das passierte also über die ganze Zeit. Also eigentlich fast alle agilen Transitionen, die ich in irgendwelchen Unternehmen gesehen habe, die haben eigentlich so das, was sie schon immer gemacht haben, irgendwie mit neuer Nomenklatur belegt. Okay. Sprung 2019. So sind wir so heute. Alle sind agil. Ihr könnt in jedes Unternehmen reingehen und fragen, seid agil? Natürlich sind wir agil. Was macht denn das Scrum? Das alle. So, also selbst die Nachzügler, die sind irgendwie da und machen das. Gut, diese paar sagen noch, naja, wir machen das noch nicht über, wir trauen uns noch nicht vollständig und sonst irgendwas, aber ansonsten alle irgendwie agil. Ne? Also keiner lässt sich irgendwie anhängen, dass er nicht agil wäre. So. Und das führt dann so weit, dass also das die neue Wunderwaffe ist. Also, nee, wir machen nichts mehr nicht agil, wir machen also nur noch agil. Alles agil. Alles, überall. Selbst unser Einkaufsprozess für Bleistifte ist agil mittlerweile. Alles agil. Ne? Also so ganz wichtig dabei dann, weil wir sind ja hip. So, ne? Also wir haben also praktisch so das eine Irrtum durch den anderen Irrtum ersetzt. Ist okay, kann man so machen. Ganz wichtig eben, hatte ich eben schon gesagt, leider sind fast alle agilen Implementierungsunternehmen kaputt. Also dieses ursprüngliche Ziel, komplexe, ungewisse Umgebung, schnell Feedback, viel schnell lernen, anpassen, man tut diese Heart of Agile, findet ja nichts.
Da geht es um Kosteneffizienz durch die Hintertür. Bei praktisch allen. Denkt mal ein bisschen drüber nach, über die Practices, die ihr so regelmäßig findet. So, wenn ihr immer noch das Gefühl habt, irgendwie ist unsere Agilität in unserem, dieses agile Prozess in unserem Unternehmen, das ist irgendwie nicht das, was wir uns so vorstellen, was es sein sollte. Ihr habt Kosteneffizienz durch die Hintertür, habt kein Adressieren von Ungewissheit. Die einzigen Unternehmen, die ich kenne, die praktisch wirklich Ungewissheit adressieren mit agilen Vorgehensweisen, das sind Unternehmen, die praktisch in einem Startup-Mindset sind, die also selber Startups sind oder die noch im Startup-Mindset sind. Interessanterweise, wenn die länger raus sind auf dem Startup-Mindset, dann verliert sich das meistens auch relativ schnell. Und dann wurde natürlich Agilität skaliert, weil es ja hip, muss man überall machen. Gut, und das hat dann das letzte Bit ein bisschen Agilität gekillt. Also, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Safe. Safe hat einen Wert an bestimmten Stellen, das ist okay, das ist ein bisschen schlechteres RUP im Großen und Ganzen. Aber, und RUP hat ja auch einen Wert gehabt an bestimmten Stellen, aber das hat nichts mit Agilität zu tun. Safe ist das aktuelle Versprechen so, für all die Leute, die Angst vor Ungewissheit haben, ja, alles wird gut, wir haben Safe, wir nehmen die Ungewissheit aus der Agilität raus, alles ist wieder sicher. Also Manager finden das cool, weil in einem typischen Karrierespiel ist das halt einfach Ungewissheit, einfach der Tod der Karriere. Ne? Also, weil Ungewissheit ist nur dann gut, wenn ich schon vorher einen Schuldigen habe, falls es schief geht, wer dann also dran schuld ist, also in so einem richtigen Powerplay-Umgebung. Und deswegen, also gerade in pathologischen Organisationen funktioniert das nicht. Also dann nehme ich keine Ungewissheit in Kauf, da will ich Sicherheit haben. Ich will immer sagen können, ich weiß, was passiert, ich habe den Plan. Und auch die meisten Menschen finden Ungewissheit so, so, hast du nicht einen netten Prozess für mich, hinter dem ich mich verstecken kann? Dann bin ich auch nicht schuld, wenn irgendwas schief geht. So, also Ungewissheit ist blöd. Und hey, das ist die Droge dagegen. Das ist euer Medizin. Macht safe und diese böse, böse Ungewissheit ist weg. Alles ist wieder sicher. Ja, okay, als Entwickler steht man irgendwie da unten links in der Ecke, aber meine Güte. Ja, so. Aber alle anderen sind glücklich. Ja. Jetzt halt so, hat man eine ganze Menge Effekte, wenn man so praktisch durch diese leicht schiefgelaufenen agilen Transitionen reinguckt. Gucken wir uns auf 2, 3 drauf. Und das Klassische ist halt so, vom Zero to Legacy in 6 Months, ist ja das agile Versprechen, das heutige. Ne? Also Velocity über alles. Wir haben keine Zeit zu denken, fangen an zu programmieren. Und dann schauen wir mal so, und dann wird dann gehackt gemacht und ja gut, weil ja irgendwie man auch Scrum missverstanden hat, es gibt ja keine Rolle Architekt, bleibt ja bis heute hart hängen, ne, so keine Rolle Architekt irgendwo in Scrum, deswegen brauchen wir auch keine Architekturarbeit zu machen, das ist ja emergent, das passiert ja so irgendwie so zufällig, wenn ich so ein bisschen TDD mache oder sonst irgendwas. Nichts gegen TDD, also TDD ist eine wertvolle Practice, also versteht mich da nicht falsch, nur sie ersetzt keine echte Architekturarbeit. Architektur ist was ganz anderes. Wenn ihr wissen wollt, was Architekturarbeit ist, ich habe komplette Workshops, die ich darüber halte. Die Leute gucken mir immer dann, ja, ups, das ist Architekturarbeit? Upp. Ja, stimmt, muss alles gemacht werden. Nur hatte ich komplett übersehen gehabt. Schade drum, ne? Also, und so, und dann geht das halt weiter und schneller, weil wir haben ja dieses 300% Produktivitätssteigerungsversprechen, ne? Und ja, und dann wird halt einfach fleißig zusammengeknüppelt, weil agil heißt ja einfach ohne Denken zusammenheimer. Das Ganze, ne? So. Ihr erkennt das immer daran, wenn dann Teams so nach 5, 6 Monaten anfangen, nach Refactoring-Sprints so zu fragen, können wir mal einen Refactoring-Sprint machen? Die Frage nach einem Refactoring-Sprint ist nicht anders, als zu sagen, ich habe gerade meine gesamte Implementierung verkackt. Also, muss man auch mal böse sagen, ne? So. Auch wieder zu verstehen, ich mache den Teams, den Entwicklern an dieser Stelle, keinen Vorwurf. Sie sind meistens Leidtragende einfach eines kaputten Systems an der Stelle. Und natürlich führt das Ganze zu hoher Frustration auf allen Seiten, weil die Manager die sind frustriert, weil die hätten ja gerne diese Kosteneinsparung, die nicht kommen. Der Fachbereich ist frustriert, weil er hat ja viel mehr Flexibilität versprochen bekommen, was er nicht bekommt. So, die Qualitätssicherung ist frustriert, weil denen sind ja Zero Defects versprochen worden und trotzdem sind noch Fehler da. Die Entwickler sind eh komplett frustriert, weil denen hat man mehr Self-Empowerment und Kontrolle versprochen und dass sie bessere Arbeit leisten können, das ist nicht gekommen. Ja, und auch der Betrieb ist frustriert, weil die erwarten jetzt gerade Chaos in Produktion. Ja, okay, wenigstens deren Erwartungen werden erfüllt, aber schade. Und um die Kunden hat sich leider immer noch keiner gekümmert, um diesen ändernden Bedürfnisse an der Stelle. So, also alle sind perfekt frustriert und die Entwicklerteams, die sind also dann irgendwie im Laufe der Zeit immer frustrierter und gestresster, weil eigentlich, wenn man ranguckt, so ist das häufig in Unternehmen so, ja, in der Mitte wird fleißig rumgesprintet und rundherum, die machen das gleiche wie immer.
Da werden also riesen Budgetierungszyklen gemacht, dicke Flechtenhefte gemacht. Ja, man ist halt nicht mehr Flechtenhefte, man nennt das jetzt Epic, aber meine Güte, ne? Und so weiter. Und dann geht man halt hin und das wird dann irgendwie durch irgendwelche Budgetierungszyklen durchgehauen. Und dann und in der, hinten in dem QA und der Produktion, die haben auch ihre zwei, drei Dinger, die sie im Jahr fahren und sonst irgendwas. Alle machen das gleich, in der Mitte wird fleißig gesprintet. Das fing mal an so als Selbsttherapiegruppe für frustrierte Entwickler und mittlerweile ist es so eine kleine Burnout-Beschleuniger für frustrierte Entwickler. Also schwierig, ne? Und rundherum gab es alle wie gleich wie immer. Und in Summe, ja, das ursprüngliche Ding, also Wertschöpfungskette zu beschleunigen, also wie schnell kriege ich eine Idee, die ich auf der fachlichen Seite habe, raus zum Kunden, um zu lernen, was der haben will, um kontinuierlich mein Produkt besser zu machen. Postindustrielle Märkte, nix. So, Ungewissheit, nix. Kundenerwartung, ja, ich meine, wir sind ja besser geworden mit Agilität. Was früher 2 Jahre gedauert hat, dauert jetzt noch 9 Monate. Also von der Idee bis raus. Weil, ich meine, es wird ja um Himmels Willen nichts live gestellt, bevor das Backlog nicht, also das Pflichtenheft-Backlog hier nicht abgearbeitet ist. Ne? Ich meine, da darf man intern mal irgendein PO irgendwas mal zwischendurch in der Sprint-Demo zeigen, aber um Himmels Willen, das wird dann nicht mehr den Rest des Unternehmens sein. Der PO darf ja eh nichts entscheiden. Also so die ursprüngliche Idee, so Geldströme zu steuern, um Himmels Willen, das ist einer, der eh da ist und wo man dann 25% mal freistellen kann. Ja. Also passiert also im Großen und Ganzen nichts, was das angeht. Schade. Okay. Wie kann man es jetzt in Ordnung bringen? Weil rumotzen kann ja jeder. Bringt es in Ordnung. Es gibt natürlich die einen, die Heroen, die Don Quixotes der IT, die dann sagen, so, ja, wir müssen die Kultur ändern, wir müssen das insgesamt mal hinbeibringen, wie man das jetzt richtig macht, das Ganze, wie man das alles anders denkt und macht und tut. Wie gehabt, ich wünsche euch viel Glück, holt euch auch einen Sancho Panza dazu und naja, vielleicht schafft das irgendwie Don Quixote so ein bisschen irgendwie in so eine Traumwelt abzugleiten, bevor er komplett verzweifelt an der Stelle. Kann man machen, ist hart. Ich meine, die haben 10 Jahre im Regelfall mit irgendwelchen agilen Coaches und so hinter sich. Und die sind auch nicht alle blöd oder sonst irgendwas. Trotzdem sei er dort gelandet. So. Meine Idee ist eher so, Agilität ein bisschen zu transzendieren. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ne? Aber nee, sowas haben wir gar nicht gemeint. Die Idee, die ich habe an der Stelle oder der Vorschlag, ja, steht euch frei, andere Wege zu wählen. Das ist einfach nur so meine Idee, die ich euch mitgeben möchte. Das Wichtigste ist für mich immer erstmal zu verstehen, akzeptiert die Agilität, die ihr bei euch vorfindet, wirklich als das, was es ist und nicht als das, was ihr eigentlich denkt, was es sein sollte. Fast alle Unternehmen, die ich sehe, die sagen, sie sind agil, sind nicht agil. Wie gehabt, sie machen einfach kosteneffiziente Skalierung der Softwareproduktion durch die Hintertür. Haben halt ein paar neue hübsche Begriffe dafür. Klingt wieder ein bisschen cooler. Ja, alle 10 Jahre sollte man die Begriffe austauschen, sonst klingt man altbacken. Ne? So, aber ansonsten ist es das Gleiche, was sie seit 40 Jahren machen. IT, Cost-Center, bla bla bla. So, ist so. Und wenn man das einfach hinnimmt und sagt, okay, ist broken. Ihr könnt so viel besser schlafen, das ist unfassbar. Und vor allem, ihr habt auch ganz andere Mittel und Wege, damit umzugehen. Weil er fängt nicht mehr an, damit zu argumentieren mit, also echt Agilität, weil ah, du willst come by the book oder irgend so ein Blödsinn dann kommt, ne? Sondern ihr könnt genau die Leute mit ihren eigenen Waffen anfangen zu schlagen. So. Dann könnt ihr schon die ganzen sinnlosen Cargo-Calls wegschmeißen. Also, wenn euer tägliches Stand-up einfach so aussieht, ja, was hast du gestern gemacht? Ja, gestern habe ich nichts gemacht, heute mache ich Y und Impediments habe ich keine. Und das also irgendwie seit 8 Wochen genauso klingt dann und alle nur so, darf ich mich hinsetzen? Nein, darfst du nicht, ne, so ungefähr. Ja, dann killt das blöde Ficken. Das hat ja eh keinen Wert. So, könnt ihr bessere Zeit nutzen. Zieht euch die Kopfhörer auf und codet eine Runde. Habt da mehr Spaß bei. Wenn euer Unternehmen sorgfältig darauf achtet, um Himmels Willen nicht dazu zu lernen, was wollt ihr mit diesen blöden Retrospektiven? Sprint-Demos für den PO, der eh nichts entscheiden darf. Pokerkarten rausziehen, bloß damit, obwohl am Ende des Tages doch irgendwo 2 Tage stehen und ihr euch dann nervt, wenn ihr am dritten Tag immer noch dran seid. Ganz ehrlich, kann man machen. Muss man nicht. Also Cargo Cult IT bringt keinem was. Also
Ich meine, dann kann man sich auch schon Baströckchen anziehen und anfangen, Flugzeuge zu bauen irgendwann. Also das ist irgendwie nicht das, was ich haben möchte. Und dann ist natürlich, okay, wie gehabt, so läuft Agilität. Dann ist die Frage, wir haben natürlich noch immer trotzdem diese anderen Aufgaben. Wie kann man damit umgehen? Also ein bisschen breiter gucken. So als Beispiel jetzt hier, mal einfach so von Gewissheit zu Ungewissheit. Also gucken wir mal drauf, so typische Projektsachen. So, was weiß ich. Ich habe so eine Reihe von Beispielen mit wachsender Ungewissheit. So hier eine neue gesetzliche Vorgabe zu implementieren. Da ist nichts Ungewiss drin. Und die Leute wieder, aber ich kenne ja gar nicht die Systeme, wo ich was machen muss. Ja, Entschuldigung, dass ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt, hat nichts mit Agilität zu tun, also mit Ungewissheit zu tun. Und dass er damals irgendwie keinen Bock hatte zu dokumentieren, hat auch nichts mit Ungewissheit zu tun. Und hat halt einfach nur mit mangelnder Disziplin zu tun. Mangelnde Disziplin hat nichts mit Komplexität zu tun. Das ist halt einfach nur mangelnde Disziplin. So. Wir haben System, das ist einfach End of Life Cycle, so System ersetzen, ja, das ist jetzt so alt, dass wir Neues machen müssen, ja, auch eigentlich keine Ungewissheit. Das kann man sogar alles angucken, was da drin ist. Man kann sich das in Produktion angucken, man kann den ganzen Code angucken, ist alles da, was wir brauchen, das Ding neu zu machen, ne? So, etabliertes Geschäftsangebot erweitern, ne? Das ist eigentlich auch wenig, weil der Markt ist klar, die Kunden sind auch relativ klar, ist alles ziemlich gut verstanden, ich mache ein bisschen mehr was Neues, da ist ein bisschen was in Ungewissheit, ob die Kunden das annehmen oder nicht, so richtig viel. So, kann man relativ gut einschätzen. Neuen digitalen Interaktionspunkt, einfach ein anderes Beispiel. So, ich adressiere die Kunden jetzt auf eine ganz andere Art und Weise oder irgendeine meiner Parteien, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, da weiß ich noch nicht so genau, wie die reagieren, was deren Bedürfnisse mit diesem Interaktionspunkt sind und so weiter. Ne? Also da ist schon ein bisschen mehr. Ich habe ein komplett neues Geschäftsmodell gestartet. So das erste kleine Pflänzchen, soll ich das auch wachsen lassen? Was ist der nächstbeste Schritt? Keine Ahnung, schwierig, sehr viel Ungewissheit. Oder ich bin so komplett im Start-up-Modus und sage so, ich versuche einen Product-Market-Fit zu finden. Ich habe eine Geschäftsidee und versuche überhaupt erstmal herauszufinden, ob die Kunden das überhaupt mögen an sich. Ganz viel Ungewissheit. Oder ich versuche überhaupt erstmal eine Idee zu finden. Ne? So simple Beispiele dafür, was weiß ich jetzt hier so im Bankenbereich, neues Dokumentationsgesetz hier oder hier so Ablösung eines alten ERP-Systems, so Article Management System 400. Ne? Also ich meine, wenn ihr nur ein AS400 am Laufen habt, okay, tut mir ein bisschen leid, aber ist trotzdem noch häufig genug im Keller. Ne? Oder so hier das andere Erweiterung, so ein neuer Tarifplanmodell in Telekommunikation oder im Logistikbereich mit den ganzen Subunternehmen eine Interaktions-App zu machen, was man vorher per Telefon und irgendwie Papier und Bleistift gemacht hat, ja, wo man nicht so viel weiß. Oder was weiß ich hier gerade in dem Versicherungsbereich, jetzt gerade mit den ganzen Lebenswelten anfangen, also Lebenswelten Wohnen, Lebenswelten Mobilität, Lebenswelt, dass sie nicht mehr nur Versicherungen verkaufen, sondern Sicherheit verkaufen und sonst irgendwas. Komplett neues Denkkonzept. Ne? Und wo sie dann so mit den ersten Sachen um die Ecke kommen und sagen, ja, wie baue ich das Ganze jetzt auf und aus, weil die sind komplett in unbekanntem Terrain. Also die tasten irgendwie so mit tapsigen Babyfüßen durch die Gegend dabei. Oder ich habe so ein Startup, ja, Leute sollten mehr Obst essen, ist gesund, ne? Aber wie kriege ich die mit Gamification und sonst irgendwas vielleicht dazu und wie kann ich das anbieten, was kaufen die, wie kriege ich das überhaupt geregelt? Oder ich würde eine Idee erstmal zu entwickeln, ja, wie kriege ich eigentlich mal irgendeine Geschäftsidee für irgendwas, womit ich die Welt ein bisschen besser für unsere Kinder mache in der Zukunft. Ne? So, zur Zeit ja sehr aktuell. Treibt mich auch um, habe auch noch leider keine Idee, bin ich zu blöd für. Wenn ihr eine habt, kommt mal gerne zu mir und redet mit mir drüber. Sowas. Ne? Und das ist halt einfach so von voller Gewissheit bis Ungewissheit. Wenn ich mir das Ganze angucke, dafür sind die typischen agilen Implementierungen im Unternehmen, die gehen da vorne hin, Gewissheit. Weitestgehend. Haben ein paar Flexibilitätsgrade. Eigentlich war es dafür gedacht gewesen, aber das ist leider halt nie umgesetzt worden in der Form. Da hinten mal keine richtige Ahnung. Und nun bleibt natürlich die Frage, wenn ich so perfekte Gewissheit habe, bin ich eigentlich mit Agilität dort? Dieses komische Zyklenfeedback, sonst irgendwas. Und das, was wir nicht adressieren, wie macht man das vernünftig? So, jetzt gibt es da auch wieder alle möglichen Wege nach oben. Hier einfach so kurz meine Idee, die ich dazu habe. Ich sage so, füllt das Ganze ein bisschen auf, bietet den verschiedene Wege dazu. Hier vorne, wenn ich keine großen Fragezeichen habe, wenn ich einfach nur Hausaufgaben machen muss, wenn es keine Ungewissheit gibt, da sind die klassischen Vorgehensmodelle sind vollständig okay. Ich analysiere alles, ich plane einmal, ich implementiere es, ich teste, ich roll's aus. Das ist der kosteneffizienteste Art und Weise, das umzusetzen. Da gibt es keine Fragezeichen, da gibt es nur ungemachte Hausaufgaben.
Also Ungewissheit gibt es da nicht. Ne? Da sind die ganzen Sachen. Ja, safe gehört da auch hin. Das ist so das Klassische, was wir typischerweise im Unternehmen als Agilität finden. Da gibt es ein paar Freiheitsgrade mehr, ein bisschen mehr Flexibilität. Man darf auch mal eine Anforderung umschmeißen und so weiter. Das ist auch okay, aber ja, ne? Aber so richtig viel Flexibilität ist da auch nicht drin. Das ist eher so Kosteneffizienz als echtes Ungewissheit adressieren. Dann haben wir eine relativ große Breite, wo wir sagen, so, hier brauchen wir eigentlich schon wieder so mehr Feedback-Durchlaufzeiten werden essentieller. Also die ganzen Flow-basierten Ansätze. Eigentlich die ursprünglichen Ideen von DevOps, die gehen da drauf. Also DevOps im Sinne von Beschleunigung der IT-Wertschöpfungskette, nicht DevOps im Sinne von Automatisierung, das ist nur ein Aspekt davon. Also Continuous Delivery hatten wir schon vorher gehabt, dafür brauchen wir kein DevOps. Ne? Also so liegen ganz, die ganzen Konzepte, die da drin. Wenn wir so in die Startup-Ecke reingehen, da brauchen wir wirklich Feedback pur. Ne? Da gibt es so Konzepte, Developer Anarchy von Fred George, das fand ich ganz cool, der ganzen andere sagt, ich habe einen ganz simplen Backbone, in den mich auch meine ganzen Teilsysteme, meine ganze Teilimplementierung einklinken können und dann setzt sich ein Entwickler und einer vom Fachbereich jetzt zusammen und die kodieren zusammen vom Bildschirm und so schnell wie möglich einfach Ideen verproben gehen. Cooler Ansatz. Gibt es natürlich auch zig andere Varianten für. Und da hinten, ja gut, da sollte man vielleicht noch nicht mit IT anfangen, sollte man überhaupt erstmal anfangen, über Ideen nachzudenken. Also, dass du dir quer mir angucken, ne, im Großen und das reinsortiert, sehe da also verschiedene Ansätze. Das ist auch ganz wichtig, dieses, ja, dieses neue One-Size-Fits-All, ja, jetzt haben wir alles in Agilität gepackt irgendwie. Ne? Es muss nicht alles damit gemacht werden. Ihr habt Dinge, da braucht das nicht, weil das ist so wenig Fragezeichen drin, dass ihr das auch simpler lösen könnt. Und ihr habt Dinge, da reicht euer traditionelles Scrum schlicht und ergreifend nicht. Da müsst ihr anders ran. Und wenn man das im Kopf hat, kann man anders argumentieren. Sagt er, ja gut, da steht aber bei uns ein Prozessmodell drin, wir müssen agil machen. Alle Prozessmodellimplementierungen haben diese kleine Escape Clause, diese kleine Klausel, mit der man ausbrechen kann. Das ist der Standardprozess, es sei denn, du kannst darlegen, warum du einen anderen brauchst. Ihr habt ein bisschen Material, jetzt damit rumzuspielen. Wenn der Fächer was anderes braucht, macht was anderes. Das Coole ist ja an der Stelle, wenn ihr in dieser Ecke drin seid und viel weiter rüber kommt ja meistens nicht, da kann man mit Kanban und ein paar anderen Prinzipien relativ viel reißen. So, da gehört mehr dazu, als einfach nur ein blödes Kanban-Board hinzustellen, also das reicht auch nicht. Aber zumindest, und Kanban ist ja mittlerweile auch so ein bisschen akzeptiert, denn es macht natürlich nicht das Kanban, wie die anderen das denken, ihr macht das dann Kanban so, wie ihr das denkt, ne? Und so ein paar andere Sachen hinten dran, aber offiziell habt ihr Kanban-Board. Geht sogar in Jira, ist wunderbar. Und damit ist es ja safe wieder. Also das ist dann, ne? Weil wenn es in Jira ist, dann muss es gut sein. So. Und umgekehrt, letzter Gedanke. Aber jetzt steckt er irgendwie da drin fest. Und die stehen euch immer noch auf den Füßen und sagen, ihr müsst jetzt schneller werden, ihr müsst jetzt schneller werden, ihr müsst jetzt schneller werden, ihr müsst jetzt schneller werden. Ich habe keine Idee jetzt, wie soll er damit umgehen? Das Wichtigste ist erstmal, es geht nicht darum, dass ihr mehr agil werdet, also wirklich agil werdet. Es geht nicht um Ungewissheit, es geht nicht um Komplexität, es geht nicht um Kundenfeedback. Wenn man so ein bisschen nachbohrt, was meinten die eigentlich mit diesem schneller? Dann kommt meistens heraus so, ja, warum ist denn das so teuer? Warum dauert denn das so lang? Kann doch nicht so schwer sein. Das ist irgendwie so ein vages Ungewissheitsgefühl, so fühlt sich irgendwie blöd an. So. Zu langsam, zu teuer, zu sonst irgendwas. Können Sie so, da gibt es verschiedene Gründe für was. Teilweise haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, teilweise sind andere Dinge. So. Wenn man da reingebohrt hat und das ein bisschen rausgefunden hat, kann man aber anfangen, damit zu spielen. Ich nehme mal wieder so das klassische Projektleiter-Dreieck. Time, Budget, Quality und Scope. Wunderbar, kann man super mitspielen jetzt an dieser Stelle. Weil jetzt kann man durch die Hebel rausholen. Ich mache das mal so eine Formel. Also den Scope, den wir liefern können, ist so die Arbeit, die wir in so einer Zeiteinheit gemacht bekommen, mal die Zeit, die wir dafür verbraten. Und der limitierende Faktor ist die Qualität. Okay, das ist nicht direkt linear, also Quality direkt ist ein bisschen schwierig. Eigentlich wäre das eine monoton steigende Funktion von Qualität, aber geschenkt. Ne? Also vereinfachen wir mal ein bisschen an der Stelle. Ne? Also je mehr Qualität wir wollen, desto weniger Scope kriegen wir praktisch dann mit Zeit und Arbeit praktisch erledigt. In der Summe. Und wo bleibt das Geld? Ja, Geld ist praktisch im Großen und Ganzen die Arbeit, die ich in der Zeiteinheit erledigt kann, ist praktisch immer, wie effektiv ich mein Geld einsetze. Weil da habe ich natürlich auch sehr viele Unterschiede, die möglich sind. Die Leute schreien immer nach der Zeit, es muss schneller gehen, also stellen wir das ganze Ding einfach mal um. Nach Zeit, okay, also
Es dauert länger, wenn ich mehr mache. Es dauert länger, wenn ich mehr Qualität haben will. Es wird schneller, wenn ich mein Geld effektiver einsetze. Damit haben wir so drei Hebel. Erster Hebel, unsere eigenen Hausaufgaben. Wie kann ich meine eigene Effektivität erhöhen? Automatisierung natürlich, ganz wichtig. Irgendwie Arbeitsduplizierung, Training, verschiedenste andere Dinge, die ich da machen kann. Hat zwei Haken das Ganze, also das ist ein wichtiger Hebel. Wir sollten auch unsere Hausaufgaben machen, um Himmels Willen in der IT. Erstens, während ich versuche, mich zu verbessern, werde ich erst meistens ein bisschen langsamer und viele Menschen gucken immer noch die nächsten zwei Wochen. Oh Gott, in den nächsten zwei Wochen muss alles schneller sein. Ne? Und versuchen, Effizienz zu maximieren dann an der Stelle. Und da, nee, wir haben kein Geld dafür, keine Zeit dafür, dass ihr jetzt praktisch hingeht und mal im Pair euch zusammensetzt oder dass einer auf ein Training geht oder dass er sonst irgendwas macht oder irgendwelche Automatisierungsmaßnahmen, weil haben wir jetzt keine Zeit für. Ne? Also wir können das Rad nicht erfinden, weil wir haben keine Zeit, weil wir müssen eine ganze Zeit durch die Gegend schleppen. Ne? Also das ist immer diese Denkweise, die halt immer kommt. Und es hat ein oberes Limit, obere Boundary. Irgendwie, es gibt eine obere Grenze, wie effektiv man werden kann, wenn man mit Menschen Software entwickelt. Wenn es die Maschinen übernehmen, mag das anders sein, aber soweit sind wir noch lange nicht. Also da gibt es irgendeine obere Grenze, über die komme ich einfach nicht drüber. So, wie gesagt, machen, tun, wichtig, aber hat Grenzen. So, die Standardaktion ist ja, weniger Qualität. Sagt natürlich keiner laut, wird immer nur implizit gefordert. Ja, ist jetzt wichtig, dass er zum Sprintende fertig werdet. Und die Qualität ist ja, nein, aber fertig werden. Egal wie. Ne? Also reduziert die Qualität. Wir wissen natürlich, klar, heute 1 Euro sparen und dann irgendwie im halben Jahr 10 Euro zahlen, ist keine gute Idee. Ne? Also diese ganze Techno-Lab-Diskussion, egal ob wir das jetzt technische Schulden nennen oder anders nennen, ist lang genug durchgekaut worden, ist bekannt. Blöde Idee. Qualität reduzieren bringt uns nicht wirklich weiter. Wir müssen über den Level an Qualität und was Qualität bedeutet diskutieren. Das ist eine andere Diskussion. Aber einfach zu sagen, wenn ich ihn einmal weiß, wo ich überhaupt sein möchte von der Qualität her, dann zu sagen, einfach drunter gehen, das ist keine echte Option. Bleibt der dritte Hebel. Der wird häufig unterschätzt. Scope reduzieren. Was meine ich damit? Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen essentieller und ungewollter Komplexitäten. Jetzt ganz vorsichtig, das ist nicht Komplexität im Sinne der Systemtheorie, sondern Komplexität im Sinne von, wie schwierig ist es, das zu begreifen, also ein wesentlich vagerer Begriff, eine vagere Begriffsdefinition. Und sagt man ja, also essentielle Komplexität ist das, was gemacht werden muss, um das Problem zu lösen. Ungewollte Komplexität ist alles das, was ich zu viel mache. Was ich oben drauf mache. Also wenn ich irgendwie ein Hello World habe, was irgendwie oder so einen kleinen Konfigurationsdialog für 5 Leute, die immer nur im Büro das Ding bedienen und ich fange an dafür dann ein SPA aufzubauen mit Offline-Fähigkeit und für 10 verschiedene Gerätentypen und darunter ein Kubernetes-Cluster mit Microservices und sonst irgendwas und so weiter oder eine NoSQL-Datenbank, dann habe ich einen Haufen Exponential Complexity aufgehäuft. Selbst wenn es cool ist, das zu implementieren. Ach, Kafka habe ich vergessen, Entschuldigung. Ohne Kafka geht das heute nicht mehr. Also auch wieder nicht missverstehen. Kafka ist ein richtig geiles Tool. Man braucht es nur nicht immer. So, wenn das braucht, nimmt's. Und an der Stelle, wie gehabt, also deswegen, da gibt es einfachere Wege, das zu lösen. Diese Hausaufgaben müssen wir machen. Aber dann haben wir noch eine zweite Stellschraube, die wird regelmäßig vergessen. Das ist nämlich, wird immer gesagt so, ja, essentielle Komplexität, das ist das, was die Anforderungen sind, was der Fachbereich von einem will. Das ist so ähnlich so wie die Tafel, die dann Moses vom Berg runterbrachte, so die 10 Gesetze oder sonst irgendwas. Das ist in Stein geschrieben und sonst was. Das muss, das gehört dazu. Und das ist Blödsinn. Auch eure Fachbereiche liefern euch 20% Essential Complexity, also wirklich Kundenbedürfnisse, das sind 80% Accidental Complexity. Alles das, was sie dran geschraubt haben an goldenen Wasserhandy, kein Mensch braucht. Ich meine, hab immer im Kopf, die kommen aus, die haben sich nicht geändert. Ihr dreht ja nur mit dem Hamsterrad. Ne? Die kommen aus 40 Jahren Budgetierungsprozessen. Wie funktioniert ein Budgetierungsprozess? Ich will was verändert haben, ich brauche was. Ja gut, schreibe ein Pflichtenheft, reiche das in den Abnahmeprozess, in den Budgetierungsprozess ein und dann gucken wir mal, wann ihr drankommt. 2020, die Releases sind schon voll, 2021 können wir frühestens rein. Ne? So. Und dann haben die halt, und übrigens, wenn der 2021 reinkommt, kommt der 2022 und 2023 auch nicht rein. Der kommt frühestens wieder 2024 rein. Was dann passiert ist, die schreiben alles, was denen einfällt, so Braindump rein in das Dokument und sagen, mach mal, so auf Vorrat, so Implementierung auf Vorrat. Könnte ganz gut sein, könnte man vielleicht brauchen, also so messy als Anforderungsdokument. Ne?
das ist dann halt das, was man typischerweise kriegt. Heute heißt das halt nicht mehr dann so, das heißt ja, heutzutage heißt das halt einfach Epic. Also Epic, ne? Also ne, alles. So, und dann hast du halt einfach, habt ihr das Problem an der Stelle, ja, das bringt euch nicht weiter, wie gehabt. Wenn man die dazu kriegt, jetzt an der Stelle sagen so, denkt mal darüber nach. Können wir vielleicht mal was Kleineres machen, um erstmal beim Kunden draus zu gucken, ob er das vielleicht mal haben will, ob ihn das überhaupt interessiert, ob das überhaupt Wert produziert für uns, ob das vielleicht eine Fehl- oder Blindleistung ist. Sprich also, Blindleistung, Kunden, ob man es macht oder nicht, interessiert keinen Menschen. Fehlleistung, der Kunde ist einfach stinkig, weil er das gemacht hat. Das wird ja auch häufig genug. So, ne? Und dann in kleineren Schritten und so weiter. Da hat man einen riesen Hebel. Einfach weniger machen. Ist eine Diskussion. Also wenn ihr in der Position seid, führt diese Diskussion. Sie ist es wirklich wert, diese zu führen. Ich ärgere gerne die Leute an der Stelle. Ich meine, ich bin nicht immer erfolgreich damit. Aber zumindest am Ende des Tages kann ich Ihnen sagen, wenn ihr schneller wollt, denkt anders, handelt anders, agiert anders. Dann wird es schneller. Wir von der IT machen unsere Hausaufgaben. Ja, sollten wir tun. Ne? Aber um schnell zu werden, müsst ihr euch ändern. Anekdote am Rande. Ich hatte das mal mit Adrian Cockroft, hatte ich mal irgendeine Diskussion gehabt, und er sagte, bei Netflix haben sie 2 Jahre gebraucht, um ihren Produktmanagern dieses Denken abzugewöhnen. 2 Jahre. Das ist ein langer Weg. Aber jetzt sind sie in der Position, wo andere Mitbewerber im Prinzip ihre Geschwindigkeit fürchten. Genauso wie bei Amazon, bei Google und bei den ganzen anderen, wo immer die Leute sagen, wenn die unseren Markt einbrechen, ja, denkt anders. Da ist der Hebel. Deswegen, wenn ihr in so einem Hamsterrad steckt, der Weg aus dem Hamsterrad ist nicht, dass ihr schneller rennt. Ist es nicht. Ihr sollt eure Hausaufgaben machen. Ja, das sind auch manchmal nicht so richtig gut drin. Ja. Sollte man machen. Aber viel wichtiger, um wirklich schneller zu werden, ist, dass alles das, was euch um euch rum ist, auch mal seine eigenen, teilweise kontraproduktiven Denk- und Handlungsweisen reflektiert. Lassen wir zusammen, weil ich habe euch ja versprochen, bis 12 bin ich durch. Wir haben noch 3 Minuten, die brauche ich 2 von. Was waren die Kernideen? Weil was ich jetzt gemacht habe, war mal durchzuspielen, ein paar Ideen euch versuchen zu liefern, wie kann ich das Richtige tun in einer postagilen Welt? Das heißt also dieses, was hat es eigentlich mit der Agilität? Ist das eigentlich richtig? Wo brauche ich überhaupt keine Agilität? Wo habe ich alternative Argumentationslinien, sonst was? Mit denen ihr spielen könnt, mit denen ihr mal verproben könnt gegen eure Peers, gegen eure Partner, gegen eure Fachbereiche, gegen sonst irgendwas. Die Kernideen halt dahinter waren, die Kerngedanken ist, Agilität ist typischerweise nicht das, was ihr denkt in eurem Unternehmen. Guckt mal genau hin, akzeptiert es, schlaft ruhiger und fragt die Leute mit ihren eigenen Waffen. Nicht alles muss agil sein, es ist kein Patentrezept, es ist eine gute Sache für bestimmte Arten von Problemen. Andere sollte man einfach anders lösen. Und noch so als Randgedanken, falls wieder irgendjemand in der nächsten Silberkugel um die Ecke kommt, bleibt misstrauisch, guckt lieber, was wirklich in der Situation gebraucht wird, es gibt keine Patentrezepte. Und falls ihr irgendwo einen Cargo-Kult findet, wenn ihr morgen in einem Unternehmen wieder seid, ein bisschen an die Cargo-Kulte zu töten. Macht Spaß. Vor allem die Diskussionen machen einfach einen Höllenspaß. Und egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, was ihr damit macht, wie ihr damit umgehen wollt, was so, ob ihr das gut oder blöd findet, ihr seid schlaue Menschen, ihr seid mindestens so schlau wie ich. Ihr seid in der Lage, selber zu denken, zu machen, zu tun. Findet eure eigenen Wege und Ideen. Aber egal, was ihr macht und wie ihr es macht, wünsche ich euch einfach eine tolle Zeit, viel Spaß und auch viel Spaß auf dieser Konferenz. Danke.